there is not one single artwork that was ever made by one person, one gender and in one time. Diese Form von die Grenzen zwischen individueller Arbeit, kollaborativer und kollektiv zu verwischen, ist ein zentraler, auch politischer Aspekt unserer Arbeit. Es ist kein Kollektiv wie eine Band mit der festen Besetzung. Es sind auch kein Künstlerpaar wie Gilbert und George oder haben eine feste Gruppierung, wie es andere Kollektive haben, sondern es gibt über diese 16 Jahre mittlerweile Künstler, die sehr häufig mit uns zusammengearbeitet haben. Und dann gibt es Künstler, Tänzer, Kollegen, die einmal an der Performance teilgenommen haben oder einmal in einem Film mitgearbeitet haben. Und wir, auf der Website listen wir die alle unabhängig von ihrer Häufigkeit. Und dadurch ergibt sozusagen, sind es wie die Akteure in diesem Raum, in diesem Zeitraum auch. Wir haben das 1998 angefangen und wir verstehen uns als Basis davon. Der Auslöser war, dass wir einfach eine Band haben wollten. Wir haben einfach angefangen zu erzählen, wir haben eine Band, aber wir hatten keine. So. Über mehrere Monate haben wir das gemacht. Bis wir halt eingeladen wurden aufzutreten und wir organisieren ein Festival. Ihr solltet auch mit eurer Band spielen. Und dann haben wir gesagt, super gerne. Machen wir sich total gerne. Und dann Christina war gerade in Madrid und dann mussten wir erstmal telefonieren. Okay, wie heißen wir eigentlich? Und wer ist denn auf der Bühne? Wer macht denn was und wer spielt denn da noch mit? Und welche Instrumente? Und wir können ja eigentlich gar nichts. Also insofern, Discotheca Flemingstar hat viel damit zu tun, was man nicht kann, aber was man machen möchte. Das ist ein ehemaliges Militärgelände, sehr groß, 60 Hektar, 63 Hektar, wo unter Franco eine Diktatur war. Da ist nichts mehr, das war nur ein leerstehendes Gelände mit einer Mauer drum und einem Loch im Zaun. Die Entscheidung war, eben ein Gedicht zu schreiben für eine Landschaft, wenn man so möchte, in 8 Fragmenten, die auf Schilder gedruckt war, in diese Landschaft gepflanzt wird, diese Gedichte. Und dann mit der Hilfe einer Magierin, das ist das Kind, sozusagen diese Orte abzulaufen. Und das war die Grundlage für das Filmmaterial, das dann von verschiedenen Leuten interpretiert wurde, von verschiedenen Editoren und dann von einem weiteren Editoren geremixt wurde. Ich würde sagen, dass eine Konstante in unserer Arbeit ist, die Umgang mit Gedächtnis, mit politischem Gedächtnis, also was so zeitgeschichtlich zu betrachten ist. Vergangenheit ist etwas, was man auch im Heute auch verhandelt wird. Und es wird verhandelt auch als eine Form von Diskussion über die Herrschaftsdynamiken von heute.